Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, ich habe ein Päckchen bekommen und zwar von der lieben Kerstin. Sie war wieder einkaufen bei Rossmann für mich und ich war für sie bei DM. Ich zeige euch erstmal, was hier drin ist, was sie für mich ausgesucht hat. Ich habe schon mal reingeschaut, richtig toll. Na? Also so schön mit dem Zettel wieder dabei, mit dem Briefchen für mich. Na? Briefchen und dann legt sie mir immer den Bon noch mal rein, damit ich die Preise dann kenne und euch die auch weitergeben kann. Und das sind jetzt die Sachen, die da drin sind. Und das ist einmal von Isana Avocado und Retinol, eine Tuchmaske, diese hier. Richtig schön. Tuchmasken finde ich ja toll. Und mit Retinol und Avocado. Da bin ich gespannt drauf. Einmal eine Maske. Dann hat sie auch von Isana Hydrogel-Maske, Triple Hyaluron, intensive Feuchtigkeit, sofort frische Effekt, Aloe Vera und Kaktusextrakt. Das ist einmal diese hier. Ja, auch schön. Hört sich auch gut an mit Aloe Vera. Na, dann hat sie für mich, die hat noch so schöne Herzchen da reingemacht, seht ihr die hier? Hier ist eines in die Box, in der Box drin und hier so Herzchen, auch nochmal so in Weiß. Und das ist jetzt dekorative Kosmetik. Wir haben uns nämlich letztes Mal so unterhalten und dabei haben wir dann so gesagt, ach, sagt sie, sie mag ja auch sehr, sehr gerne Pflege. Und sagt sie zu mir, und du scheinst ja mehr so dekorative Kosmetik. Ich sage, ja. Ich mag Pflege auch, aber ich mag auch sehr, sehr gerne dekorative Kosmetik. Ich probiere ja gerne viel aus. Und, ne? Und dann sagte sie, oh, dann werde ich nächstes Mal mal drauf achten. Und tatsächlich hat sie mir gleich drei Sachen dekorative Produkte eingepackt. Einmal von Rival de Loup, ein Make-up, und zwar ein Make-up mit Kollagen. Das ist dieses hier. Machen wir mal auf, mal schauen. Oh, das ist dann richtig noch zu. Ich mache es trotzdem auf. Ich werde mal ein Schminki damit machen. Sie hat mir so schöne Sachen eingepackt. Da werde ich mal ein Video zu machen. Und auf dieses Make-up bin ich auch gespannt. Das kenne ich noch gar nicht. Mal so ein bisschen raus. Also von der Farbe passt das, würde ich sagen. Und wir verreiben das mal so ein bisschen. Ja, passt super. Und das ist richtig feuchtigkeitsspendend. Das fühlt sich sehr, sehr gut an. Und ich finde auch, das sieht gut aus. Oh, und das riecht auch gut. Oh, das hat einen schönen Duft. Ich setze mal meine Brille auf und mal schauen, was dazu noch steht. Das ist ja interessant. Für ein ebenmäßiges Finish, optische Perfektionierung mit Soft-Touch-Effekt. Das ist die 03 Honey Karamell. Die Farbe. Und also die ist ja richtig schön. Die Farbe ist schön. Es ist ein dünnes, ne? Eine dünne Konsistenz. Lässt sich sehr, sehr gut verteilen. Und ich würde sagen, ja, ist auch eher ein bisschen matt, ne? So vielleicht so seidenmatt. Also dieses Make-up von Rival de Loup, da freue ich mich ja drüber. Das probiere ich ja gerne mal aus. Werde ich ein Video zu machen, dann könnt ihr das auch noch mal so insgesamt sehen. Dann hat sie mir eingepackt eine Cover Contouring Palette, Dark Touch Scare steht hier von Rival Loves Me. Diese schöne Palette, da ist dann ganz helle Töne bei und also so ein weißer Ton sogar und dann halt immer dunkler werdende Brauntöne. Die ist noch so zugeklebt. Die Preise werde ich euch mal alle einblenden dann, ne? Brauche ich jetzt nicht immer suchen, das ist immer so nicht so spannend dann für euch, ne? Ja, das sind die Farben, richtig, richtig schöne Farben. Und wie ich jetzt sehe, ist das hier auch ein Cremeprodukt. Das finde ich auch spannend. Das eine hier, dieses hier, das ist eine Creme. Oh ja. Ne? Und die anderen, ah ne, sind alle Creme. Ah, das ist ja toll. Echt? Alle? Ja. Auch der ganz helle hier, alles Creme. Produkte, das ist die dunkelste Farbe. Da gehen wir auch nochmal rein. Hier so ein bisschen hin und dann könnt ihr so die Farben so ein bisschen sehen. Das sind alles Cremeprodukte. Cremeprodukte, da habe ich gar nicht so viel Erfahrung mit. Da freue ich mich drüber. Und das probiere ich doch gerne mal aus. Super. Und eine richtig schöne Palette auch von Rival Loves Me. Das ist diese hier. Also,
Das sind tolle Farben. Da ist auch so ein dunkles Grün mit drin. Also verschiedene Grüntöne sind das. Rottöne sind drin. Ein ganz heller Ton. Ja, so ein lila-braun. Erstmal aufgemacht. War ja auch noch ein bisschen zugeklebt. Und so schauen die Farben aus. Wollen wir hier mal ein bisschen swatchen? Also da sind ja richtig schöne Farben bei. Die scheinen mir, viele davon sind schimmernde Töne und auch einige in matt. Ja gut, das ist ein heller Ton, den brauchen wir nicht. Fangen mal hier an mit dem Silber. Diesen Farben hier oben einmal. Und dann mache ich mir die hier einmal rauf. Oh ja. Wow. Oh, richtig schön, oder? Ei. So, dann gehen wir mal weiter. Dann kommen die letzten zwei von oben. Mache ich mir denn hier? Oh, also richtig gut pigmentiert, ne? Die lassen sich doch schon super toll swatchen. Genau. Jetzt ein bisschen sauber machen. Und dann eine Reihe darunter. Da haben wir so Orange-Rottöne. Jetzt swatche ich auch mal ein bisschen was. So. Das und den. Schöne Farben, ne? Mal hier. Das ist der Orangeton. Dann haben wir hier so ein richtiges Pink. Seht ihr, wie kräftig die Farben sind? Ich bin ganz begeistert. Wow. Au, ja, das sind schöne Farben. Und dann, das sind jetzt matte Farben gewesen. Jetzt kommen wieder schimmernde. Also diese beiden hier in schimmernd. Und dann ein Rosé, das scheint auch matt zu sein. Mal schauen, wie viel Platz ich jetzt noch habe, ne? Also einmal hier diesen, der schimmert. Und das Rosé. Wow, das sind aber leuchtende Farben. Richtig, richtig toll. Und in der Reihe darunter, da haben wir so Grüntöne und ziemlich dunkle Farben dabei. Ich gucke mal, wo ich das jetzt noch hinbekomme. Die ersten drei. Genau hier werde ich die jetzt mal hinsetzen. Das ist dieser dunkle Grünton. Und so ein ganz heller. Und der ist sogar noch etwas heller. Die fallen jetzt gar nicht so doll auf, ne? Also so schauen die auf dem Finger aus. Jetzt geht es auch noch weiter. Dann noch zwei Grüntöne bei und dann ein ja, pinker Ton noch. Sind die hier und dann habe ich hier noch ein bisschen Platz. Ne? Oh, der ist auch wieder sehr, sehr kräftig. Das ist dieser pinke Ton und das ist das hellere Grün. Das ist etwas sanfter und in schimmernd. Und die letzte Reihe kriegen wir jetzt auch noch hin. Hier so kriege ich die auch noch hin. Das in der letzten Reihe, also jetzt hier, ne, diese, das sind dann wieder so Flieder und lilafarbene Töne, bläulich, bisschen. Mal schauen. Machen wir hier. Und hier. Auch sehr, sehr schöne Farben. Mag ich ja gerne, ne, so Fliedertöne. Jetzt haben wir die letzten drei aus der Reihe noch. Diese drei. Und dann habe ich einmal alle Töne geswatcht. Die scheinen wirklich toll zu sein. Auch sehr gut pigmentiert. Ne? Die mache ich jetzt hier hin. Hier. So. Und hier. Richtig schön. Das sind alle Farben. Es sind halt auch welche ein bisschen sanfter. Und einige auch richtig sehr, sehr kräftig und leuchtend. Eine richtig tolle Palette mit spannenden Farben. Da freue ich mich mit, einen Augenlook zu schminken von Riva Loves Me. Toll. Finde ich sehr, sehr schön. Das sind fünf Produkte. Also, ne, wir haben ja gesagt, fünf Sachen für ungefähr bis höchstens 15 Euro. Und jetzt zeige ich, was ich für Kerstin ausgesucht habe bei DM. Da gab es so ein Angebot und zwar ein
Augen-Make-up-Entferner und einmal eine Mascara zum Preis, den sonst die Mascara alleine kostet, 7,95, das weiß ich noch. Augen-Make-up-Entferner ist dann halt sozusagen umsonst dabei. Einmal diesen Mascara, das ist The Colossal Go Extreme. Bin gespannt, wie sie den findet, den kenne ich auch noch nicht. Dann habe ich hier gefunden einen Labello, ein pflegender Lipgloss von Labello mit Ölen zu 100% natürlichen Ursprungs und nicht klebend in Rosé. Diesen Eimer. Ne? Fand ich auch sehr, sehr schön. Mach mal auf und hol den mal raus. So schaut der aus. Ein Lipgloss von Labello. Das kannte ich noch gar nicht. Ich kenne von Labello sonst nur die Pflegestifte. Fand ich sehr, sehr spannend. Vegane Formel. Na, mal sehen, was sie dazu sagt. Ein Lipgloss. Dann habe ich von Shabens Hyaluron Hydrogel Augenpads mit kühlenden Effekt. Reduziert Augenschatten und Schwellungen um bis zu 81%. Wirksamkeit dermatologisch getestet. Sehr gut. Hautverträglichkeit auch sehr gut. Und einmal diese Augenpads. Dritte Produkt. Dann habe ich von Alverde Naturkosmetik eine Overnight Maske mit Rosenduft. Das ist diese hier. Das ist aber 99 Cent, glaube ich. Ja. Das weiß ich auch noch. Ein paar Sachen habe ich mir dann ja gemerkt. Ne? Die anderen blende ich dann ein. Dann habe ich noch von Shabens eine Caribbean Feeling Tuchmaske, also karibisches Feeling, fruchtiger Durstlöscher, bis zu 151% mehr Feuchtigkeit steht hier, 100% vegan, Wirksamkeit dermatologisch getestet und Hautverträglichkeit sehr gut, Papayasaft, Feigenkaktus, Allantonin und das ist dann für alle Hauttypen. No, dann habe ich ein bisschen mehr an die Pflege gedacht, also dreimal Pflege und ein Mascara und ein Lipgloss von Labello. Bin ich ganz gespannt, was sie dazu sagt. Na, das werde ich nachher gleich alles schön einpacken und dann geht das auf die Reise zu Kerstin. Ja, genau. Das ist unsere Freundschaftsbox diesen Monat und ich bin total begeistert. Sie hat meinen Geschmack total getroffen und auch zwei richtig schöne Masken dabei. Sehr, sehr spannend finde ich auch von Riva Loves Me diese Palette, ne, diese Konturpalette, Cover and Contouring, alles Cremeprodukte. Bin ich sehr, sehr neugierig drauf, wie sich die so auf meiner Haut dann machen. Das Make-up ist auch sehr, sehr vielversprechend. Das sieht richtig gut aus auf der Hand. Bin ich gespannt, wie sich das dann macht im Gesicht. Und die schöne Palette. Ne, da hat man eine richtig schöne Auswahl. 24 Farben und wie ihr seht, scheinen die richtig gut pigmentiert zu sein. Ne? Ja. Da gibt es dann nochmal ein Video, wo ich mir dann mit diesen Sachen Make-up schminken werde. Genau. Ja, ich hoffe, dass das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr schaut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.